Ja, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands Video. So, und zwar geht es heute wieder mal um einen weiteren Charakter bzw. um ein weiteres Story-Video zu einem Charakter. Und heute dreht sich mal alles um Mad Moxie oder halt Moxie. Moxie ist wohl einer der bekanntesten Charaktere aus dem Borderlands-Universum. Und seit ihrer Einführung durch den The Secret Armory of General Nox DLC in Borderlands 1 nicht mehr wegzudenken. Moxie hat buchstäblich überall ihre Finger im Spiel und ist eine Geschäftsfrau, die ihre Unternehmen nicht nur auf Pandora, sondern auch auf weiteren Planeten des Universums betreibt. Aber auch Moxie hat eine Vorgeschichte, die ein wenig mehr über sie zeigt, als nur ihr knappes Outfit oder ihr Herztattoo. Die Vermutung, dass Moxie auf Pandora geboren und aufgewachsen ist, liegt nahe, wurde bisher aber noch von keiner sicheren Quelle offiziell bestätigt. Was allerdings bestätigt ist, ist, dass sie nicht immer die Rolle innehatte, die sie heute hat. Ursprünglich war Moxie ein vollwertiges Mitglied des Hodan-Clans auf Pandora, einer Familie von Rednecks, dessen Leben aus Autos, Schnaps, Waffen, Blutfäden und Fortpflanzung bestand. Angeführt von Tector und Jimbo Hodank, lieferte dieser Clan nebenbei angemerkt das Logo für die späteren Catch-a-Ride-Stationen. Das Bild einer vollschlanken Frau, welche ein Bein in die Luft hebt, wurde von Scooter, einem der Kinder von Moxie, aus dem Clan übernommen und ziert selbst heute noch viele Stellen im Universum rund um Borderlands. Doch wer denkt, Scooter sei das einzige Kind von Moxie, der irrt sich. Denn tatsächlich hat Moxie nicht nur ein oder zwei Kinder, sondern gleich vier. Die beiden Kinder, die auch selbst eine Rolle in Borderlands gespielt haben oder halt vermehrt vorkamen, sind ihr Sohn Scooter und ihre Tochter Ellie. Scooter, welcher durch seinen Tod mittlerweile leider keine Rolle mehr in Borderlands spielt, ist nicht nur der Sohn von Moxie, sondern auch der Sohn von Jimbo Hodank. Mit einem besonderen Händchen für Fahrzeuge und Technik eröffnete Scooter eine Reihe von Werkstätten und Catch-a-Rides in Sanctuary, New Haven, T-Bone Junction, Hollow Point und weiteren Orten. Ellie, ebenfalls die Tochter von Moxie und Jimbo, welche einst ihren eigenen Schrottplatz in The Dust besaß und heute die Bautechnikerin der Sanctuary 3 ist, ist auch gleichzeitig der Grund, warum Moxie heute kein Teil des Hodan-Clans mehr ist. Denn als der Clan recht früh nach Ellies Geburt entschloss, die zierliche Ellie zum Clan-Vibe zu machen und damit vermutlich nicht nur zur Frau von einem einzigen Redneck, entschied Moxie, den Hodan-Clan samt ihrer Kinder zu verlassen und Ellie die Sitten und Bräuche zu ersparen. Über die anderen beiden Kinder von Moxie ist leider nichts bekannt, außer dass eins der beiden Kinder weiblich sein muss, da Scooter nach seiner Schwester Scooter benannt wurde. Ob das der richtige Name ist oder nur ein Spitzname, ist allerdings auch nicht weiter bekannt. Nachdem Moxie also mitsamt Scooter und Ellie ihren ersten Ehemann Jimbo verlassen hatte, eröffnete sie ihr eigenes Geschäft auf Pandora, den Underdome. Es ging hier allerdings nicht nur um den Profit oder die Aufmerksamkeit, wovon sie natürlich trotzdem genug bekam, sondern eher darum, sich auf die Suche nach einem neuen Mann zu machen. Diesen fand Moxie dann auch, und zwar nicht nur einmal. Nicht viel Zeit verging und sie lernte ihren zweiten Ehemann kennen, einen Banditenboss mit dem Namen David Shank, den alle nur als Mr. Shank kannten. Doch auch er blieb ihr durch seinen Tod, welchen sie übrigens selbst in Auftrag gegeben hat, nicht lange erhalten. Nach einer Moxie-üblichen kurzen Trauerphase ließ sie sich nicht aufhalten und suchte weiter. Es folgten viele weitere Beziehungen zu bekannten Charakteren aus dem Borderlands-Universum, wie zum Beispiel Mordecai, mit dem sie eine Beziehung einging, nachdem er ihren Underdone überlebte, den sie aber wieder verließ, da er ihr zu wenig Aufmerksamkeit schenkte, dann der CEO der Hyperion Corporation Handsome Jack, die Bikerin Moto Mama, welche Moxie aber auch wieder verließ, da sie nicht mit Mamas Kannibalismus klarkam, und ihr dritter Ehemann Marcus Kincaid, welcher auch heute noch ein wichtiger Charakter in Borderlands ist. Eine dieser Beziehungen brachte ihr aber mehr Ärger ein, als sie dachte. Und zwar die Beziehung mit dem rachsüchtigen CEO und späteren Endgegner Handsome Jack. Denn als dieser von Moxie verlassen wurde, konnte er die Trennung nicht so auf sich sitzen lassen und zerstörte aus Rache ihren Underdome. Auch ihre Beziehung zu Ellie war nicht mehr die beste, denn diese kehrte ihrer Mutter den Rücken, weil ihre Mutter unzufrieden mit ihrem Aussehen war und sie eigentlich nach ihrem Ebenbild formen wollte. Zwar besitzen beide ein Herztattoo am selben Fleck, wodurch man denken könnte, dass sie sich dieses Tattoo wegen ihrer guten Beziehung zueinander machen ließen, tatsächlich besitzen Moxie und Ellie dieses Tattoo aber aus einem ganz anderen Grund. Denn in ihrer ehemaligen Familie, dem Hodan-Clan, war es Brauch, dass Clanfrauen mit einem Herz gekennzeichnet wurden, um zu zeigen, dass sie Eigentum des Clans sind. Moxie änderte aber für sich die Bedeutung des Herzens und machte es zu ihrem Markenzeichen, welches man auch heute noch in vielen ihrer Unternehmen sehen kann. Und diese Unternehmen bestehen hauptsächlich aus Bars, welche im ganzen Universum zu finden sind. Auch heute noch erweitert sie ihre Barkette durch weitere Bars, zum Beispiel auf Promethea oder sogar auf der Sanctuary 3. Auch ihre Suche nach Partnern hat Moxie noch nicht aufgegeben, weshalb sie keine Gelegenheit auslässt, mit jedem zu flirten, der ihr über den Weg läuft.
Was allerdings viele nicht wissen und was Moxie auch geheim halten will, ist, dass sie noch mehr von ihrem Redneck-Gen hat, als alle denken. Zwar kennt man Moxie mit einer verführerischen Stimme, aber gräbt man tiefer, stellt man fest, dass Moxie nur eine Rolle spielt und versucht, ihren Akzent zu verstecken. Ist sie alleine und fühlt sich unbeobachtet, kommt es schon mal vor, dass man sie dabei erwischen kann, wie sie mit ihrer richtigen Stimme und ihrem richtigen Akzent redet und an Dingen rumschraubt, wie damals bei den Hordangs. Moxie? Hey, whoa, what are you doing? What are you doing in here? Sorry. Damn it, I really don't like people seeing me out of character. The hell do you want? The Marif locked down the town. Do you know any other ways out of Concordia? I know a way out, but I ain't... won't show it to you unless you promise not to tell anyone what you saw here. I promise? Great. Insgesamt kann man auch sagen, dass Moxie von einem unternehmerischen Talent gesegnet ist. Denn nach dem Führen eines Underdomes und mehreren Bars of Pandora in Concordia, Promethea und der Sanctuary 3, arbeitete Moxie schon als Agentin und Sponsorin der Kammerjäger, organisierte Schlachten und hat nebenbei auch ihre eigene Waffenkollektion. Waffen wie den Creamer, die Good Touch, die Bad Touch, die Heartbreaker oder die Ruby, welche sie selbst in ihrem Holster trägt, kann man nicht nur im Spiel bekommen, sondern auch wenn man den ein oder anderen Dollar in Moxies Trinkgeldglas versenkt, wodurch sie sich erkenntlich zeigt und die ein oder andere Waffe über den Tresen wandern lässt. Und am Ende natürlich wieder mal ein paar Fakten über Moxie, wobei man dazu sagen muss, dass man wirklich nicht so viele Sachen über sie rausfinden konnte, das heißt, das Alter ist natürlich nicht bekannt, wie es Frauen normalerweise auch machen, dass sie das Alter geheim halten, und auch zu ihrer Größe und ihrem Gewicht kann ich nichts finden. Ihr Geburtsort ist aber vermutlich Pandora, wenn man mal davon ausgeht, dass sie ihre Jugend in dem Hordang-Clan verbracht hat. Ihre Augenfarbe ist grün, ihre Haarfarbe ist braun. Ihr Alter ist wie gesagt nicht bekannt, aber es ist bekannt, dass sie Ellie mit gerade mal 15 Jahren bekam. Und wenn man Scooter zu Lebzeiten auf ca. 20 Jahren geschätzt hat, dürfte sie jetzt um die 48 Jahre alt sein. Sie trägt gerne rot, hat eine Spielkarte mit der Herzdame an ihrem Hut und ihre Lieblingswaffe ist die Good Touch wegen ihrer speziellen Fähigkeit. So viel erstmal zu Moxie oder auch Mad Moxie, was ihre Story angeht oder halt ihre Hintergrundgeschichte. Und natürlich wird das auch nicht das letzte Story-Video gewesen sein. Wenn ihr also ein Video zu einem bestimmten Charakter sehen wollt, dann könnt ihr mir einfach ein paar Vorschläge unten in den Kommentaren machen, wodurch ich dann weiß, an welchem Charakter ihr am meisten Interesse habt. So, aber damit würde ich wieder mal sagen, war es das auch erstmal wieder mit dem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder auch gerne mal ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!